Hi Leute, ihr habt den Videotitel gelesen, das heißt, ihr wisst, worum es geht und jetzt wisst ihr auch, warum ich in den letzten 2 Monaten nicht so wirklich aktiv war auf YouTube und keine neuen Videos hochgeladen habe, weil es mir ab einem bestimmten Zeitpunkt mental nicht mehr so gut ging. Ich war ja vor 2 Monaten noch in den USA, wir sind seit ein paar Wochen wieder zurück in den Niederlanden und schon bevor ich in die USA geflogen bin, hatte ich so das letzte halbe Jahr, würde ich sagen, relativ Probleme mit Angstzuständen, die einfach so ein bisschen aus dem Nichts kommen und dass ich mir über die kleinsten Sachen extrem viele Sorgen gemacht habe, bis hin zu dem Punkt, dass mich das so in meinem täglichen Leben eingeschränkt hat, dass ich dachte, so es geht so nicht mehr weiter. Und ich glaube, jeder, der mal mit einer wirklichen Angststörung zu tun hatte, also jetzt nicht einfach, ne, dass man ein bisschen Bammel vor einer Prüfung hat oder so, sondern dass es halt so krass ist, dass man Panikattacken bekommt, dass so Angst aus dem Nichts herauskommt und die einen so lähmt, dass man ja das Gefühl hat, dass man sich aus diesem Sumpf einfach nicht mehr rausziehen kann. Ich glaube, ihr werdet wissen, was ich meine. Und ich war in den letzten Monaten schon in Therapie deswegen. Das hat aber nicht so, also es hat was gebracht, aber nicht genug. Und deshalb war ich bei meinem Hausarzt und er hat mir Antidepressiva verschrieben. Genau genommen das hier, Sertralin, auch bekannt als Zoloft. Und ich habe es eine sehr, sehr lange Zeit wirklich vermieden, Medikamente zu nehmen für meine Angstzustände und meine milde Depression und mein geringes Selbstwertgefühl und alles Mögliche. Aber ich war an einem Punkt, wo ich ja einfach wusste, dass es nicht mehr, dass es so nicht mehr geht. Wir waren dabei, ein Auto zu kaufen und ich hatte so enorm Panik, nur vor einer Probefahrt und mit den Leuten im Autohaus zu reden und sowas, dass ich wirklich, bevor wir ins Autohaus gefahren sind oder geradelt sind, weil wir haben ja kein Auto, erstmal eine Stunde nur im Bett lag und mir Gedanken darüber gemacht habe und versucht habe, mich irgendwie zu beruhigen. Und ja, dann wusste ich so, das ist nicht normal. Und deshalb, das hat mir dann den Antrieb gegeben, um doch nach Medikamenten zu fragen, weil ich keinen Bock mehr habe, so weiterzuleben. Und ich wollte in diesem Video mal so meine erste Woche mit Antidepressiva ein bisschen beschreiben. Das ist ja gerade so am Anfang, dass Nebenwirkungen auftreten, dass man sich erstmal schlechter fühlen kann. Also bei Antidepressiva kommt es relativ häufig zu einer Erstverschlimmerung. Und ja, ich wollte mal so sagen, wie es mir ergangen ist. Also interessanterweise eigentlich direkt nach der ersten Einnahme, das war letzte Woche Dienstag, ging es mir eigentlich relativ sofort besser. Das ist wohl relativ normal, dass es so eine antriebssteigernde Wirkung hat, direkt ab der ersten Einnahme. Und das habe ich auf jeden Fall auch gefühlt, dass ich mich einfach ein bisschen aktiver gefühlt habe. Ich konnte mehr Sachen erledigen. Kann natürlich auch der Placebo-Effekt sein, aber es ist dokumentiert, dass das so auftritt. Und danach ging es eigentlich so in den nächsten 2, 3 Tagen, ist so langsam ein Effekt eingeschlichen, dass ich mir einfach im mental weniger Sorgen über Sachen mache. Und wenn ich so Angstgedanken bekomme, fällt es mir viel, viel einfacher, die halt zu ignorieren oder da drüber nachzudenken und zu sagen, okay, da, wo ich jetzt Angst vor habe, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Und dementsprechend war das schon eine enorme Erleichterung. Das Merkwürdige, was dann eingetreten ist, ist, dass jetzt irgendwie so eine Art Disconnect ist zwischen meinen Gedanken und wie mein Körper sich fühlt. Also mein Körper, ich stand jetzt in den letzten 6 Monaten wegen diesen Angstzuständen einfach so unter Stress, dass ich schlecht geschlafen habe, dass mein Körper steif ist, dass ich sehr flach atme. Und das ist jetzt halt eigentlich immer noch so. Aber mein Kopf ist schon ein bisschen weiter, um es mal so zu sagen. Also es fühlt sich so an, dass ich halt mental
weil, dass ich mental einfach meine Gedanken und alles Mögliche besser im Griff habe. Aber mein Körper fühlt sich immer noch genauso an wie vorher und das ist ein komisches Gefühl. Es fühlt sich irgendwie so an, als ob da irgendwas nicht gut zusammenpasst. Und nebenwirkungstechnisch waren die ersten paar Tage ein bisschen komisch. Also ich habe mich öfter schwummerig gefühlt. Ich musste mich hinsetzen, weil mir übel war, weil irgendwie so, ja, alles hat sich ein bisschen gedreht. Und da war ich doch sehr froh, dass ich nicht Auto fahren musste, weil das wäre wahrscheinlich keine gute Idee gewesen. Und das ist aber so in den letzten paar Tagen eigentlich weggegangen und jetzt fühle ich nebenwirkungstechnisch eigentlich fast gar nichts mehr. Ich schwitze ein bisschen mehr als vorher, gerade irgendwie unter den Füßen, was relativ random ist. Und ansonsten ist es so, dass wenn ich morgens aufwache, ich mich ein bisschen, ja, ängstlicher fühle als im Laufe des Tages, was dann wahrscheinlich daran liegt, dass ich meine Pille dann noch nicht genommen habe. Also man nimmt sie ja jeden Tag und es ist relativ wichtig, dass man die zum gleichen Zeitpunkt nimmt, jeden Tag, einfach damit der Spiegel von dem Medikament im Blut sich langsam aufbauen kann. Und ja, das geht dann aber weg nach so einer Stunde ungefähr und dann ist es den Rest des Tages eigentlich relativ gut. Ansonsten, Medikamente wie dieses haben ja eine ellenlange Nebenwirkungsliste, ist ja echt alles Mögliche drauf, aber das habe ich jetzt nicht so mitbekommen. Also auch diese Erstverschlimmerung hatte ich eigentlich gar nicht. Also mir geht es eigentlich nur besser, seitdem ich das Medikament nehme. Mein Hausarzt hatte mir sogar noch was Krasseres verschrieben, also so Happy Pills, die dann wirklich happy machen, also Oxazepam. Und die musste ich halt nicht nehmen, fand nicht, dass das nötig war. Und ja, das ist es eigentlich. Also bislang ist es eine sehr positive Erfahrung und ich bin sehr froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe. Natürlich sollte man das jetzt nicht einfach mal so leichtfertig, sich dazu entschließen. Aber gerade wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie es mir auch in den letzten Jahren so ging, glaube ich eigentlich, dass ich immer Probleme mit Angstzuständen hatte, auch mit einer, ja, leicht sozialen Phobie, auch mit depressiven Gedanken, aber dass ich nicht wirklich wusste, was es ist, und dass ich, ja, dass ich, dass es halt noch nicht so schlimm war, dass ich da wirklich Hilfe bei brauchte. Aber jetzt war halt einfach der Punkt, wo ich gesagt habe, so, nee, das geht jetzt nicht mehr und es ist auch gar nicht schlimm. Also ich möchte auch hier an der Stelle einfach mal mentale Probleme oder ja, mentale Krankheiten oder sowas ein bisschen entstigmatisieren, denn für mich ist es jetzt im Wesentlichen nichts anderes, als wenn ich mir das Bein gebrochen habe, gehe ich ja auch zum Arzt oder wenn ich hier irgendwie chronische Rückenschmerzen habe, gehe ich ja auch zum Arzt. Und ja, irgendwie Angststörung, Depression ist für mich halt nichts anderes. Es ist halt eine Krankheit, die man behandeln kann. Und das heißt jetzt irgendwie nicht, dass ich versagt habe oder dass ich ein schlechter Mensch bin oder sowas, auch wenn ich diese Gedanken halt habe. Danke Depression, danke Promotion. Und ja, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man sich Hilfe sucht. Und wenn du Probleme damit hast, ich bin natürlich kein Arzt, das ist keine medizinische Beratung dieses Videos, sind einfach nur meine Erfahrungen. Aber sprich da mit jemandem rum, denn das kann relativ schnell eskalieren in meiner Erfahrung. Das willst du nicht, denn man kann diese Probleme lösen. Danke fürs Zuschauen. Ich werde euch auch in Zukunft Updates geben, wie es mir ergeht mit diesem Medikament. In 2 Wochen habe ich nochmal einen Termin mit meinem Hausarzt, wo wir dann entscheiden, ob ich die Dosis erhöhen werde, also dann von 50 Milligramm, was ich jetzt einnehme, auf eventuell 100, aber das sehen wir dann. Also vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, falls ihr noch kein Abo habt, dann werdet ihr auch immer, ja, kriegt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn es ein neues Video gibt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.